Die Truppe steht, der Geralt geht. Das war ein sehr schlechter Reim. Ich entschuldige mich dafür. Tiefian, hat Grämest wirklich dich zum Lehrer? Aber endlich haben wir die Band zusammengebracht. Und trotzdem haben sie sich an Land geschlichen, den um uns der wilden Jagd zu stellen. So. Also bewege ich mich jetzt auf einem Boot. Es stimmt, was man sagt. Morgen hat meine kleine Norgon Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich... Was wird mir jetzt schon wieder alles angezeigt für ein Quatsch? Achso, da wo Boote sind. Oh, praktischerweise nehme ich das hier vorne direkt steht. Fulan wurde also von Trollen. Also, lass mich so blöd die ganze Zeit hier zu laufen. Komm, Pferd. Komm mit, Plätze. Ich hab seit langem niemanden. Und wer ist das? Bist du blind? Da, Hexer. Du suchst nicht so schnell, Plätze. Björk. Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen. Du weißt schon, Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre... Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei, mein Wort drauf. Hey da, Hexer. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Der Mensch braucht seine Sorgen, so wie das Schiff... Rurik, stimmt's? Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein, klasse Fang. Da hat was zurückgezogen, nach unten. Ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Und ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes, noch schlimmer. Und die Muire Diablen warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke für die Geschichte. Dann halt mich sofort aufbrechen. So, bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt, dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kiera-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Aber er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muire Diablen, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe.
Schlechter Trost, das weiß ich, aber das Ertrunkenen-Problem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Lugos ist endgültig verrückt geworden. Er hat die Dörfer Valdona geplündert. Oh, was weißt du schon? Ein Erfahrungspunkt. Hey da! Komm und sieh dich um! Ich habe gehört, dass gestern die Fische die Nilfgaarde angebissen haben. Oh ja. Ich schon auch da hoch. Darf ich dein Schwert halten? Nein. Immer noch nicht. Oh, Scheiße, das du alles. Hast ja Schwerter auf dem Rücken. Mir entgeht aber auch nichts. Also werden wir als Eiern. Dich hat Schwemm als Lehrling eingestellt? Mal die falsche Taste. Weiter so, Plätze. Da sind sie ja schon. Noch ein Opfer. Ab ist der Kopf. Der Gestank. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Oh, den Rest kannst du dir halten. So. Dann wo geht der Geruch lang? Ist das bestimmt eine Höhle oder was? Dingo. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Oh. Hat mir da jetzt Schaden zugefügt, oder? Oh, noch mehr Ertrunkene. Noch mehr Ertrunkene, aber das macht mir gar nichts. Da liege ich ein bisschen... denn jetzt noch? Hypophagenöl, genau, das trage ich auf. So, kommt her, meine Freunde. Oh. Ah, Mann, das war blöd. Oh.
Ein Monsterlager, aber sicher nicht das eines Ertrunkenen. Okay. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Nur ein Schweinchen. Fast unberührt, für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Fast unberührt, für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Das hast du bei dem Schweinchen auch schon gesagt. Kiste. Das kannst du halten. Den Satz brauche ich nicht nochmal zu hören. Ah, wer weiß, was es bringt. Oh, Katze wirkt schon nie mehr. Nein, das war Quatsch. Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Einen Trank. So, dann. Inventar, da. Nee. Alchemie. Da muss ich natürlich hin. So. Höhle 9. Quests. So. Jetzt in meiner Questreihe, nein. Ah. Also geile Zeug kann ich nicht machen, was ist Kacke. So, auf, da muss ich ja bestimmt ausrüsten. Satteltaschen der Supergeilheit. Was ist das? 50 Ausdauer. Ja gut, das habe ich jetzt gerade nicht gewonnen. Ach, navigieren in diesem Menü ist absolut nicht meins, ne? So. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Dann warte ich mal aufs Wasserweib. Zu bieten hast. Ein bisschen Zeug gekriegt und eine Trophäe mal wieder. So, dann ich hier jetzt raus. Hier geht's nicht raus. Hier geht's natürlich lang.
ein schnellerer Ausweg. Das ist ja nett. Oh, guck mal. Auch ein Boot. Aber ich will jetzt nicht ins Boot steigen, sonst triggere ich aus Versehen noch die andere Quest. Kurz abgeben. War ja direkt an dem Boot. Das ist zwar unrealistisch, aber egal. Ah, okay. Warum nicht? Ist das hier schon wieder Druidencamp? Vollgas geben kannst du tatsächlich auch nur irgendwie auf Straßen. So im Wald nützt das nichts, da knallt es immer irgendwo vor. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteufel? Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserweib. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische, aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer, wohlverdient. Danke. Bis dann. Was war nicht so angewidert zu sagen? Ja. Heda! Komm und sieh dich um! Alles redet von dir. Geralt, der Riesenschlechter. Ah ja, stimmt, ich habe Riesen erschlagen. Ja, es ist noch von dem Wasserweib kam. Haben Sie schon mit Honig eingeschmiert, Held? Dann reise ich noch kurz zur Nebelinsel. Das ist aber weit weg. Bitte nicht. Geh weg, lass mich einfach zufrieden. Oder ist sie das eher nicht? Das ist sie wohl eher nicht. War ich da nicht schon mal? Ah, okay, aber dann kann ich wenigstens hier drum rumfahren. Schöner Leuchtturm. War ich da hin? Naja. Komme ich vielleicht noch ein andermal hin.
Was soll ich sagen, der ist nicht so der legendäre Gesang der Sirenen, den man kennt. Wir hoffen, das war jetzt kein großer Fisch. Noch jede Menge Schmugglerverstecke gefunden, aber wen interessiert's? Von mir, ich bin stark genug. Schon nicht so spannend. Hätte ich da auch schnell reisen können? An. Oder? Ist auch die Karte? Nee, definitiv nicht. Okay, ich kann aber jetzt hier links runterfahren und dann da so zwischendurch. Und das wird wahrscheinlich mein Ziel sein. Ich glaube, der Nebel da vorne kündigt es an. Wir haben gleich die Nebelinsel erreicht. Wer hätte das gedacht, dass ich das nochmal schaffe? Vielleicht hätte ich doch in einem Hafen anlegen sollen. Ich bin hier einer in der Nähe. Ich muss bestimmt da oben hochreiten, naja. Ja, hervorragend. Das ist natürlich kein Hafen in der Nähe. Aber. Oh, dann lege ich halt hier an. Da ist noch ein versteckter Schatz. Na, komm schon. Nicht. Vielleicht geht's ja da lang. Das hörte sich nicht so nett an. Na gut. Was sich da nicht so nett angehört hat. Das finden wir natürlich heraus, aber erst in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann!